Ja, wir haben gerade mitbekommen, dass sie schwanger ist. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Hallöchen, meine Lieben! Und was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, hier herrscht gerade Chaos. Domi muss sich umziehen gerade. Wow. Oh, hi, Schatz. Was geht ab, Team Harrison? Lara, wenn man ein paar Sekunden ohne mich zu fragen. Ich flippe aus! Ja, wir sind gerade aufgestanden, versuchen gerade Mia fertig zu machen für den Kindergarten. Schaukel hier Kyler, weil die gerade nicht in der Wippe liegen will. Domi macht sich fertig, damit da Mia in den Kindergarten fahren kann. Ich mache mir jetzt einen Kaffee, habe meine Haare gewaschen und muss mich eigentlich schnell richten, weil ich in 40 Minuten losfahren muss, weil heute ein großes Shooting von Samion stattfindet. Wir haben heute ganz viele schwangere, schöne Frauen da. Ich freue mich. Sonst stand ich ja auch oft vor der Kamera und jetzt haben wir halt echt ganz süße Models. Und da will ich heute bei dem Shooting dabei sein, weil wir heute auch Videos machen. Dennis wird mitkommen und dann will ich da so ein bisschen ein Auge drauf haben. Ja, und danach fahren wir noch zu Oma, damit die Oma mit dir kuscheln kann, gell? Ja, so sieht unser Tagesplan aus. Jeden Morgen, ich sag euch, es geht nicht mehr ohne meinen Kaffee am Morgen. Sonst komme ich nicht in die Puschen. Heute ist zwar kalt, aber ich habe mich irgendwie so in den Eiskaffee verliebt. Ich mache da mal ganz normale Eiswürfel noch rein, habe so einen Aufschäumer. So einen Milchaufschäumer, der macht Milchschaum mit kalter Milch, also richtig geil. Und dann tue ich ein bisschen braunen Zucker rein und dann ist es einfach. Ich habe es geschafft und bin eh schon zu spät dran. Ich habe gedacht, ich schaffe es pünktlich, aber nein. Ganz kurz für die, die sich, es sind wahrscheinlich eh die meisten, die wissen wollen, was ich heute so mache. Und zwar, ich bleibe heute zu Hause und mache einfach nichts. Nee, Spaß. Wir haben hier ein bisschen was zu tun. Ich mache ein bisschen PC-Arbeit. Zum Steuerberater muss ich und dann muss ich die Große noch vom Kindergarten abholen. Und ja. Nur für die, die es wirklich wissen wollen. Nee, Domi geht auch gar nicht mit, weil es ist ja eine Mami und Baby-Marke und ich will ja auch, dass die Frauen sich da wohlfühlen und wenn da so viele Männer am Set sind. In meiner Anwesenheit fühlt sich jede Frau wohl. Bist du geil, ja. Ich fahre jetzt auf jeden Fall mit Kyler und Dennis. Dennis ist der einzigste Mann heute am Set. Bis auf die Männer, die ihre Frauen begleiten. Und er wird immer zwischendurch dann auch so ein paar Videosaufnahmen machen. Aber ich gucke, dass die sich alle wohlfühlen. Das ist mir voll wichtig. Ja. So, ich kann mich bis gerade eben gar nicht melden. Wir sind jetzt 1,5 Stunden gefahren. Sind jetzt angekommen. Die Kleine hat komplett durchgeschlafen. Aber dafür wird die jetzt gleich Hunger bekommen. Ja. Jetzt gucke ich mal hoch und dann muss ich euch mal das Studio von Teddy zeigen, denn die hat komplett umgebaut. Also nicht umgebaut, aber die hat sich komplett vergrößert. Jetzt müssen wir auch mal wieder da zum Schuppen gehen, gell, Mäusi? Lachen. Ja. Ja, genau. Da jemand ausgeschlafen. Ja, ja, Mäusekind. Du. Gott, bist du weich. Ganz weich. Ja, ganz weich bist du. Ja, super. Genau. Ja, wie die einfach schon lacht mit 6 Wochen. Wahnsinn. Wahnsinn, schon oder? Schon langsam früh eigentlich dafür. So, ich bin jetzt oben und ich bin gerade so fasziniert von den Räumen hier. Ihr wisst ja, wo ich immer geshootet habe bei Teddy, den einen Raum. Und hinten hatte sie den anderen Raum für Haare und Make-up. Und jetzt gibt's einfach, schaut mal da rein, hier noch 3 weitere Zimmer. Und die sind so schön. Ja, den Raum kennt ihr ja schon. Und jetzt guckt mal. Das ist der nächste Shooting-Raum jetzt. Und dann geht's hier weiter. Da hat sie auch die ganzen schönen Schwangerschaftskleider. Ich bin voll fasziniert, richtig toll. Und dann geht's nochmal weiter. Das sieht so schön aus. Also sie ist noch nicht fertig, das hat sie ja jetzt erst seit ein paar Wochen. Dennis ist heute unser Brautstadt-Abbauer, unser Kameramann. Ja, wir haben hier jetzt das erste aufgebaut und wenn ich das sehe, ich sag euch, mein Herz platzt vor Stolz.
Wie schön ist das einfach. Das ist jetzt die komplette Produktpalette von Samion. Sieht einfach wunderschön aus. Das sind die Produkte für während der Schwangerschaft. Das sind die Produkte für nach der Schwangerschaft. Und das ist unsere Babyserie. Wow. Wow. Hey, das sieht aber auch krass aus. Das ist schön, stimmt. Ja, Rebecca ist auch mit dabei. Hat gerade eine andere Aufgabe hier. Bäuerchen machen. Normalerweise macht sie Haare und Make-up. Ja, und hier wird geshootet. Oh, wenn ich den Bauch sehe, vermisse ich meinen. So schön. Darf ich auch mal reinspitzeln? Wow. Ja, schaut mal, was auf ihrem Bauch draufsteht. Wie weit bist du jetzt? 33. Woche. Oh, voll toll. Da steht auf ihrem Bauch 7 Monate, 8 Monate, 9 Monate und deswegen dann coming soon. Also es läuft bisher richtig gut und keiner, ich sag nicht, hört ihr das? Hey, sie ist einfach, sie reagiert so krass auf mich und ich kann einfach anfangen zu heulen, weil das mich so mitnimmt. Ich rede mit ihr so und sie fängt einfach die ganze Zeit an zu lachen und gibt auch schon Geräusche von sich. Oh, das sind so die ersten Steps Richtung Erwachsenwerden. Okay, ich darf nicht übertreiben, aber es ist echt so, wenn die dann anfangen zum Sitzen, was zu greifen, zu laufen, Kindergarten und solche Sachen, das nimmt eine Mama einfach mit. So, das zweite Model ist jetzt auch schon da, ist auch voll die Süße. Wir gehen jetzt ein bisschen raus, das zeige ich euch gleich noch. Auf jeden Fall findet ihr unten in der Infobox, hier, was? Unten in der Infobox füge ich euch mal den Link ein von Samion. Also wenn ihr schwanger seid, erst im Bunden habt, kleine Kinder daheim habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. So, darf ich hier reinkommen kurz? Nee. mein Topmodel hier. Ja, Julia, darf heute auch shooten. Ich bin schwanger. Ja, die hat gerade einen Test gemacht. die ist gerade, weil wir brauchen einen positiven Schwangerschaftstest. Genau. Und ja, wir haben gerade mitbekommen, dass sie schwanger ist. Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz. Hey, es hat echt keine 2 Sekunden dauert. Ich war mir irgendwie unsicher, ob der noch positiv anschlägt. Aber schwanger ist. Weil sie ja so weit schon ist, weißt du, deswegen habe ich mir gedacht. Naja, aber wir haben ihn. Die Hormone. Ja, aber es gibt ja auch den Schwangerschaftstest, die Hormone so extrem ausgebildet. Schwanger 2 bis 3 Wochen. Und da wird ja dran steht, schwanger 32. Oh, sorry, 32. Also ich bin schwanger. So, was habt ihr jetzt vor? Okay, also. 1, 2, 3. Der Sommer ist vorbei, Leute. Es ist irgendwas geworden. Ja, ich glaube schon. So, wir nutzen jetzt den Moment noch und machen noch so ein Friendship-Foto. So, die Kamera muss ich erstmal halten. Hallo? Hey, diese Leute, die werden so schön, ich bin so stolz. Ja, die werdet ihr alle dann bei Samion auf dem Kanal finden. Ja, ich pack's jetzt mit Kainer und fahr zu Oma und lass die hier weiterwerken. Ich will schöne Bilder haben, Julia, gell? Ich will auch schon einfach aufpassen. So, ich hab's mittlerweile geschafft und bin bei meiner Oma. Hey, meine Zutzeit. Hallo. Jetzt hier.
Die kann ich nicht lassen. Nee. Oma hat sich voll gefreut, weil meine Mama ist am Arbeiten. Das heißt, sie hat Kyla für sich ganz alleine. Und sie hat mein Lieblingsessen gekocht. Wie heißt das? Französische Kartoffeln. Schaut mal, wie lecker das ist. Seht ihr das? Ja. Das kocht Oma immer, wenn ich komme. Immer. Ja, aber sehr oft. Und leck! Tati. Oh, Mausi. Das beste Wesen, was ich... Mein Papa ist auch da. Möchtest du was sagen? Ich hab nichts zu sagen. Komm, jetzt hast du die Möglichkeit, der Welt da draußen etwas mitzuteilen. Ich hab die tollste Familie der Welt. Wir haben jetzt mittlerweile 22.30 Uhr und ich bin endlich daheim angekommen. Meine Autofahrt, ich sag's euch, die war sehr actionreich. Ja, erzähl mal, gell? Von Windeln wechseln auf der Rücksitzbank, tanken an einer vollen Tankstelle, die so überladen war mit Menschen, vollgespuckt. Ja, that's the real life. Naja, aber ich bin jetzt angekommen. Jetzt ist sie endlich wieder da, hat mir Essen mitgebracht. Danke, Oma. Ja, ich habe jetzt so eine ganze Riesenportion noch mitgenommen. Und jetzt schaut mal, was hier noch steht. Einmal, was hast du drin? Ich habe einen Cuba Libre. Und ich? Ohne Limetten. Habe einen alkoholfreien, also eine, oh, meine Nase juckt gerade. Und ich habe einen alkoholfreien Hugo drin. Ja, Holunderschorle. Denn eine Holunderschorle ist das gleiche, oder? Ja. Ja. Weil wir haben was zu anstoßen. Wir haben heute einen sehr, sehr guten Call gehabt über ein sehr großes Projekt, was wir noch starten 2020. Dazu kommt aber dann mehr. Bald, auf jeden Fall sind wir happy. Und jetzt, nachdem Domi hier gegessen hat, werden wir gleich noch feiern und anstoßen. Wir sind einfach nur glücklich. Feiern. Wir stoßen an, trinken zwei Schlücke und hier müssen wir schlafen. So, bevor wir jetzt aber anstoßen, und damit hast du jetzt nicht gerechnet, gell? Mhm. Grüßen wir noch jemanden. Oh ja, die heutigen Grüße gehen raus an Lupito Mera. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ganz einfach und mega wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. So, und jetzt auf die geilen News, die wir euch noch nicht nennen können. Aber bald. Ja. Werden. Auf jeden Fall wird es noch ein aufregendes Jahr, was uns bevorsteht. Definitiv. Genau, und wir machen jetzt. Wir müssen ja schon trinken. Ich schon kommen. Ah. Naja. Boah, der ist stark. Egal. wir sind schon so, wir liegen hier auf dem Bett, schlafen gehen und trinken einfach. Naja, ich hoffe sehr, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ich lasst auch. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss.